Wenn du deinen Schülerinnen nur einen Ausschnitt eines Films zeigen möchtest, so gibt es verschiedene Plattformen, die den Anfang und den Schluss bestimmen können. Ich habe aber festgestellt, dass die meisten mit übler Werbung verseucht sind und das wollen wir den Schülerinnen ja nicht zumuten. Eine sehr brauchbare Plattform ist dagegen Learning Apps, dass du vielleicht von anderen Übungen kennst. Ich bin hier bereits angemeldet. Um eine solche App erstellen zu können, brauchst du einen Account. Der ist gratis und sehr schnell erstellt. Da gehe ich auf App erstellen. Und in all diesen Möglichkeiten wähle ich Audio-Video mit Einblendungen. Normalerweise wird das gebraucht, um einen Video zu unterbrechen mit Aufgabestellungen. In diesem Fall wählen wir neue App, schreiben den Titel. Allenfalls könnten wir hier einen Auftrag schreiben. Ich wähle Video und du könntest hier direkt nach diesem Film suchen. Wenn du die Adresse schon kennst, wie ich in diesem Fall, dann kopiere ich sie hier rein. Wähle Video verwenden und du siehst auch schon, hier ist er schon bereit und über die Zeit kannst du die Anfangszeit bestimmen und die Schlusszeit. Und Ausschnitt verwenden und bereits ist es vorbei. Hier Fragen, diese Felder kannst du freilassen. Wie gesagt, hier könntest du einen Zeitpunkt noch eingeben, an dem der Film angehalten wird und dann eben eine Aufgabe gestellt wird, bevor sie weiterschauen können. Ja, und jetzt fertigstellen und Vorschau anzeigen. So sieht es aus. Das heißt, ich habe jetzt von diesen über 40 Minuten nur noch 36 Sekunden, die gezeigt werden. Ich kann weder vorher noch nachher noch Teile des Films anschauen. Das ist recht praktisch. Und wenn ich jetzt auf App speichern gehe, so ist diese App bereits bereit. Und zum Beispiel für ein Tablet wäre dann dieser Link, der eben auch sich hinter diesem QR-Code versteckt, der optimale. Schauen wir das mal an in einem anderen Browser. Du siehst, auf diese Weise wird der Film gerade formatausfüllend ohne Schnickschnack rundherum angezeigt. Ja, ich denke, das ist die wahrscheinlich pragmatischste Lösung und vor allem eben werbefrei und ohne störende Elemente, die eben kleinere Kinder vielleicht irritieren würden.